Laserattacke auf die philippinische Küstenwache. Im Pazifischen Ozean steigen die Spannungen zwischen den Philippinen und China. Denn das chinesische Militär nimmt hier eine Einheit der philippinischen Küstenwache mit einem Laser ins Visier. Zum brisanten Vorfall kommt es etwa 200 Kilometer vor der philippinischen Insel Palawan. Hier in einem Atoll im südchinesischen Meer haben die Philippinen 1999 ein altes Militärschiff als Außenposten auf Grund gelegt. Bei einer Versorgungsfahrt, um die dortige Besatzung mit Lebensmitteln zu versorgen, sei es zur Attacke mit dem Militärlaser der Chinesen gekommen. Mit dem Blendversuch durch den Laser und weiteren riskanten Schiffsmanövern sollen wohl die Versorgung sabotiert und die Philippinen von Peking eingeschüchtert werden. Laut China sei aber das philippinische Schiff in ihre Gewässer vorgedrungen, man habe nur zurückhaltend reagiert. Seit die Philippinen vor kurzem ihre militärischen Beziehungen mit den USA verstärkt haben, steigen die Spannungen zwischen Manila und Peking. Die Laserattacke dürfte den Konflikt zwischen den beiden Ländern jetzt noch verschärfen.